extra mal in the City, würde ich sagen. Es ist ganz schön warm. Und deswegen gibt es heute nur einen Hall, weil das ist auch in meinem Bastelzimmer, der Raum, der eigentlich in der ganzen Dachgeschosswohnung immer am kühlsten ist, zumindest tagsüber, weil die Sonne erst am Abend hier rumkommt. Trotzdem zu warm zum Basteln. Und ich kann ja auch mal so ein bisschen Sommerpause light machen und ja, werde wahrscheinlich, wird es nächsten Sonntag kein Video gehen, wann das mit dem Live und dem Siegeln passieren wird. Ich denke nicht mehr im August, sondern doch erst später. Es haben sich nämlich so ein paar neue Sachen ergeben, wo ich jetzt noch gar nicht so viel drüber erzählen kann, aber spätestens in der Woche oder so, dann müssen noch mal so ein paar Sachen besprochen werden und ja, es wird sich wohl ein bisschen was ändern für einen gewissen Zeitraum. Nicht nur, dass ich mein Bastelzimmer jetzt in meinen 2 Wochen Urlaub umbauen möchte, sondern ja, lasst euch überraschen, würde ich sagen. Es muss ja auch mal so ein bisschen Veränderung geben im Leben. Nichts Wildes, keine Angst. Es wird hier weiter Content geben, aber es könnte sein, dass der Tag, an dem ich das Video hochlade, sich ändert. Aber das ist jetzt noch nicht tausendprozentig spruchreif, aber wie gesagt, ist beschaubar. Genau. Und ich habe euch aber, ne, so meine Shopping-Ausbeute, kann ich euch mal so ein bisschen zeigen. Und da ist mir was passiert, das ist mir in meinem ganzen Leben auch noch nicht passiert. Richtig unangenehm. Erzähle ich euch gleich beim Durchgang. Ne? Ich habe hier wieder so ein. Das war ja eine Sammelbestellung aus so klitzekleinen einzelnen Bestellungen. Ich glaube aus 2 oder 3. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Schon ein bisschen Überblick verloren, würde ich sagen. Aber gut. Immer nur kleine Sachen, weil ich einfach auch nicht mehr diese Riesenmasse. Aber manche Sachen, genau wie jetzt am Freitag. Maritim, ich hätte am liebsten alles genommen, aber ich habe noch mal genau geguckt und was findest du wirklich richtig, 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 richtig cool? Und was, ja, finde ich schon cool, aber muss ich jetzt nicht zwingend kaufen, so. Ja, deswegen wird es auch aus dem Freitagsrelease nicht ganz so viel sein. Was ich aber ändern kann, wenn ich nämlich am Donnerstag mit der lieben Sandra zum Shop fahre und da mal vor Ort mal wieder so ein bisschen was eintüdeln, weil wir auch noch so ein bisschen was organisieren müssen für unseren Scheunenkorb. Da könnte es passieren, dass da noch ein bisschen was nachkommt. Aber egal. Man kennt das. In den Shop gehen, ohne da als kleine Summe, aber dreistellig rauszugehen, ist eigentlich unmöglich. So, genau. Toller Goodie, ne? Alles Liebe nachträglich. Könnte ich mittlerweile auch gebrauchen, weil ich doch sogar den einen oder anderen Geburtstag vergessen habe, was ja auch im Alter mal so ein bisschen passiert. Ja, ich weiß, ich bin jetzt für manche noch nicht so alt, aber 49 reicht auch schon. So, um mal ein bisschen tüdelig zu werden, wenn man viel um die Ohren hat. Dann eine super, 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 super tolle Karte. Der Superstar. Sind wir das nicht alle in den Bastelhimmel? Ja, jeder auf seine Art und Weise, finde ich schon. Und deswegen finde ich die Karte auch toll. Und jetzt kommt die Peinlichkeit. Nein, eigentlich, oh Gott, ey. Also ich glaube, ich brauchte auch Urlaub. Ich glaube, ich war ein bisschen überarbeitet. Und ich hatte auch so ein bisschen, ja, wie man nicht sagen, Stress auf der Arbeit. Aber wir haben so eine kommissarische eingesetzte Personalleitung und gleicher Name. Aber schwierig. Lieb und nett, aber manchen Dingen, na egal. Es ist, wie es ist. Es ist aber alles wieder gut. Ich habe dieses Stempelset bzw. das Bundle mir ausgesucht. Und als Donnerstag das Paket kam und ich das ausgepackt habe, habe ich es dreimal in der Hand gehabt und denke, hä, wo sind denn die Stanzen? Hab geguckt, hab gemacht, hab getan, hab gesucht. Hab natürlich die liebe Christiane angeschrieben und denke, liebe Christiane, irgendwie sind meine Outline-Stanzen für das Set vergessen worden, ne? Für das Happy, Happy, Happy Birthday. Weil das musste einfach mit Outline sein. Dann haben die natürlich echt viel um die Ohren durch den Shop
durch die neue Gestaltung des Shops und so weiter, dass sie mir dann auch noch nicht geantwortet hatte, 24 Stunden später, und ich einfach nochmal vorsichtig nachgefragt habe und sie sich echt reingehauen hatte und mir abends dann nochmal eine Nachricht geschickt hat. So, alles geregelt, so kriegst sie so, ne? Und ich so, super, danke und lieb, und jetzt setze ich mich hier an meinem Basteltisch und möchte das Video für euch drehen und lege die Sachen so raus und denke, ich werde irre, ne? Da klebten die an dem Cut in dem Boss-Folder hinten so fest, aber auch so passgenau, dass man das nicht gesehen hat. Und ich habe alles einzeln in der Hand gehabt. Und es ist auch nicht verrutscht in dem Moment. Es war statisch so dran aufgeladen und gesogen. Oh Gott. Ruhig, Brauner. Festgesogen, dass ich habe es nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe es mehrfach in der Hand gehabt. Ich habe die Tüten ausgeschüttelt, den Karton ausgeschüttelt. Jetzt habe ich der Lieben nochmal eine Nachricht geschickt, in der Hoffnung, dass sie da, also das kann sie mit Sicherheit ja stornieren. Ist ja sowieso nicht vor Montag rausgegangen. Oh Gott, aber echt, das war so fest, also so, dass man das. Und ich habe die ja auch nicht umgedreht, ich habe die ja so angeguckt. Ich habe ja nicht bei jedem Einzelnen so gemacht, weil ich ja wusste, was es ist. Aber ja, es klebte fest. Und jetzt beim Video, egal. Da ich eine ehrliche Haut bin und das sofort weiterleite, weil das hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ja, also ich habe sie mit dem passenden Outlet stanzen. Finde ich auch richtig, richtig cool irgendwie. Ich frage mich noch, wie das da so reinpasst. Aber man muss das ja immer so spiegelverkehrt machen. Denken. Aber finde ich auf jeden Fall klasse. Gott, verzeih mir, liebe Christiane, wenn du das Video siehst. Für die zusätzliche Arbeit, die ich dir gemacht habe. Aber ach ja, solche Tage muss auch ich mal haben, ne? Kommt hoffentlich nicht wieder vor. Also wenn du Donnerstag in Assle sein solltest, aus welchen Gründen, es gibt Kuchen. So. Ein Cut and Emboss Folder. Ich mag sie total gerne. Ich setze sie irgendwie zu selten ein, weil ich immer vergesse, dass ich sie habe. Kriegt man irgendwie so eine Basteldemenz oder so? Wenn man so viel kauft, ja, ne? Ja, aber sie sind so schön. Und deswegen ist es auch ein Grund, warum ich dieses. Entschuldigung, mal einen Schluck trinken. Warum ich dieses Zimmer einfach nochmal wieder neu gestalten muss. Mit neuen Regalen, wo einfach mehr Stauraum ist. Ich glaube, dass in so einem Billigregal doch die Sachen besser reinpassen als in so einem Kallax. Also je nachdem, was man reinpackt. Ja, mal schauen. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen umgebaut und ich werde euch vielleicht auch so videotechnisch da ein bisschen dran teilhaben lassen. Da ein Video draus drehen. Die Temperaturen in den nächsten Wochen zumindest sind so angenehm, dass man das, glaube ich, auch ganz gut schaffen kann hier. Und ja, wie gesagt, wann und wie jetzt Videos kommen. Müssen wir mal schauen und lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ein paar Überraschungen geben. Und ja, warum auch nicht? Ne, und siegeln kann man auch irgendwie immer noch mal. Also, ich werde das mit dem Siegeln auf jeden Fall machen, aber ich weiß halt noch nicht wann. Also, seid jetzt noch nicht traurig. Es kommt. Einmal das habe ich gesagt, wie es heißt. Basic-Kreise Blüten. Ich finde es so schön. Ich mag den besonders gern, aber die hat auch irgendwie. Die haben alle drei was. Es gab ja noch einen, aber den wollte ich nicht. So, dann bin ich super glücklich. Und da war ich auch echt wieder so. Ich bin dann auch echt so monkig und sitze dann da. Punkt 19 Uhr. Oder auch schon 5 Minuten vorher. Manchmal stelle ich mir sogar den Wecker. Ja, ist bekloppt, ich weiß. Mache ich aber nicht immer. Und wenn ich sowas unbedingt haben möchte, wo ich genau weiß, das wird ein Hype und das wird nicht reichen, was vor Ort ist. Aber mal wieder Glück gehabt. Das Set Design Line to Go von Flebbe Art, von Annika Flebbe. Die macht ja auch immer coole Sachen, ne? Und diese verschiedenen Schriftarten und diese To-Go-Sachen finde ich total klasse, weil ich bastle ja nun auch mit Holz und mit Graupappe und so. Und da kann man so tolle Geschenkverpackungen machen, so Boxen, wo man eben mal so ein Pikolöchen reinstellt für so Mädelsabend to go.
Gut, könnte man auch, was weiß ich, noch was mit reinmachen. Nagellack oder was weiß ich, Gesichtsmaske oder hier auch Wellness to go für den Wellnessbären. Das würde, glaube ich, in Kombination auch richtig toll aussehen von Treebird. Da so eben so ein kleines Wellness-Paket machen und verschenken, wenn es passt. Urlaub to go, ja, bei Urlaub to go wüsste ich jetzt nicht ganz so, aber Weihnachtsmarkt to go auf jeden Fall. Da könnte man so ein paar gebrannte Mandeln reinpacken in so eine Box und hier so eine Mini-Lichterkette und so Mini-Tannenbäumchen und sowas. Wenn jemand es vielleicht nicht schafft, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, so wie ich die letzten Jahre. Ja, dann Osternest to go, auf jeden Fall auch. Garten to go, wenn man so Blumensaaten verschenkt. Ein kleines Blümchen mit rein noch. Gerade aus Holz, aus diesen Klötzchen gemacht. So ein kleines, so eine Holzkiste. Finde ich total passend. Silvester to go sowieso. Ne, mit so ein paar Wunderkerzen und ein Säckchen. Super, super cool. Oder den Biergarten to go, ne, für die Männers. Da kann man doch mal, kann man ja auch einfach stumpf so einen Sechserträger nehmen, da ein bisschen Designpapier rumtüllen und dann einfach ausgestanzt auf so einem Etikett Biergarten to go draufbappen und fertig, ne? Hast du das Geschenk für den Kerl? Der sagte zum Geburtstag, was willst du oder was soll ich dir schenken? Ich möchte nichts. Oder kann man so einen Biergarten to go mitbringen? So ein Sechserträger geht, glaube ich, immer, ne? Ja, sehr genial. Die passende Stanze dazu, also. Die habe ich, fand ich nicht so schön. Die war okay, aber ist jetzt nicht, was ich zwingend haben müsste, weil rechteckige Stanzformen habe ich. Ovale nicht, könnte man sich vielleicht nochmal zulegen, aber wo man das draufstempeln kann. Hier auch ungenutzt rumliegen. Dann, das, als ich die gesehen habe in der Vorabshow, das war glaube ich von dem Mittwoch davor, oder was? Nee, das war auch der Freitag, ne? Wusste ich sofort, als ich das in dem Video gesehen habe, dass man da mehr draus machen kann, als einfach nur einmal ausstanzen und zusammenklappen. Und ja, dadurch, dass ich natürlich auf Sammeln bestellt habe und ein bisschen Zeit in den Sand gegangen ist, hat man meine Ideen, die natürlich andere auch hatten, weil es gibt es einfach her, schon bei Instagram gesehen. Da war ich nicht die Einzige, die sofort wahrscheinlich gedacht hat, da kann man auch eine Box draus machen, logischerweise, ne? Zweimal ausstanzen. Zusammenkleben, im Boden dran tüdeln, fertig, ne? Und ich finde das nämlich so toll, dass man noch dieses Band da durchziehen kann. Und mit dieser Wellenkante macht das echt was her. Deswegen, das finde ich, ich finde das einfach schön mit so einem Band da durch. Das macht irgendwie was her. Als Gutscheinverpackung oder auch als Box-Design nochmal mit so einem extra Deckel drin oder auch ohne. Ja, hat mir so gut gefallen, ist natürlich auch nicht so günstig gewesen, aber da kamen die Ideen so aus dem Kopf geschossen, allein nur beim ersten Anblick, dass klar war, dass ich das haben muss. Ja, Tütchen mit Fädelleiste heißt das Ganze. Genau. Hat es eigentlich jemals schon mal irgendwer durchgelesen? Okay, es ist in verschiedenen Sprachen. In zwei verschiedenen Sprachen. Mit Warnung. Fällt mir gerade so auf, ne? Man guckt da immer drauf, wie heißt das so? Von mir aus auch noch die Artikelnummer, aber so richtig durchlesen tut man sich das nicht, ne? So. Und dann eben noch mal ein bisschen Papier, also wirklich nur so drei Bögen. Einmal das Fliederpapier, der Fliederkranz. Den fand ich schön, wenn man da mit so einer Box dran geht, also so einer Verpackungsstanze. Habe ich selten, glaube ich, noch einmal oder so erst gemacht, aber wenn ich das bei anderen sehe, sieht das immer total toll aus. Und wenn man selbst mal was verschenken möchte, zack, rausgestanzt, eben ein bisschen passendes Nylongarn drum tüdeln und hier dieses von dem Happy Happy Birthday, ein Etikett dran und schon hat man eine wunderschöne Verpackung und ich glaube, das würde auch toll aussehen, wenn man das da draus ausstanzt. Ne? Dann schön weißes Band dadurch und Transparentpapier nochmal oben ran steckt. Passend, so als Deckelchen. Ja, ich habe da echt ein paar Ideen zu. Das wird ein paar Mal benutzt, glaube ich. Ja, deswegen einmal den
einfach auch nur, um zu gucken, wie sieht es in echt aus. Bei manchen, wo ich mir unsicher bin, bestelle ich mir dann doch nur einen Bogen. Und da ich ja wusste, dass ich nächste Woche Donnerstag in den Shop fahre, kann man da ja notfalls nochmal nachkaufen, wenn es denn nicht vergriffen ist. Genau. Und dann zweimal noch die gelbe Sommerwiese. Ja, auch wenn ich immer wieder erwähnt habe, dass Gelb nicht so meine Farbe ist, habe ich in letzter Zeit doch mal so ein paar gelbe Sachen gekauft, weil ich sie so in Kombination, wie sie sind, einfach schön finde. Ja, also ich würde mir jetzt keinen gelben Pullover kaufen oder was weiß ich nicht was, aber bei so Papieren gibt es halt auch Farben, die ich mal mag, die ich so im regulären Leben, die man weder in der Wohnung oder an Kleidung bei mir findet. Oder an Accessoires. Ja. Deswegen finde ich es super schön. Ich mag dieses. Mit dem Grün dahinter, das sieht einfach toll aus. Und auf der Rückseite hätten wir nochmal die Aufleger. Und auch das würde sich super toll mit dieser Stanze machen, ne? Also dafür sind diese Blumenpapiere mega schön. Natürlich auch für Maritimes, aber ich finde so mit dem Schleifchen da drin und so Wellen obendran passt das Florale einfach perfekt dazu, ne? Ja, wenn ich nicht noch geneigt bin, das gleich noch mal zu benutzen und was zu machen. Es juckt mir gerade in den Fingern, obwohl das hier echt warm ist. Ja. Da schauen wir mal. Ja, das ist meine Ausbeute. Ich hatte mir noch beim Amazon Prime Day jetzt die Woche an einem der Tage, mehr Zeit hatte ich auch nicht zum Stöbern, ist auch vielleicht ganz gut so fürs Konto. Nochmal so eine Mini-Bügelmaschine hier zugelegt. Ich möchte nämlich ein bisschen was, ja, ich möchte gerne auch mal mit Bügelfolie arbeiten. Und ich habe euch ja gezeigt im letzten Video, wo ich diese Filzsachen bekommen habe, die Goodies zu meiner Bestellung, dass da so Bügelsachen bei sind. Ja, und ganz ehrlich, mit meinem ollen, alten, 30 Jahre alten Bügeleisen, was ich von meiner Mutter geerbt habe, was als auch nicht mehr so das Tollste ist, da ranzugehen, nö, möchte ich dann doch nicht. Und deswegen, und ich habe die Sachen jetzt hier zum Bügeln, dann will man sie auch verarbeiten. Und deswegen, es ist jetzt nicht das Original Cricut, war also minimal günstiger. Ich weiß nicht, was die, also auch, ich glaube, die kosten ja alle so um die meisten so um die 30 Euro, sage ich grob, von dieser Firma hier. Ich will gar keinen Firmennamen bei, noch besser, ne? Also irgendwas Asiatisches auf jeden Fall. Auf, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Mefein Mini Transferpresse, Hitzepresse, Maschine DIY, bla bla bla, drei Heizstufen. Dann, ach so, für was man das benutzen kann. Ja, und dann ist da so ein Jutebeutel mit bei gewesen, wo man das reintun kann. Pfiffigerweise so ein Jutebeutel, den man sich ja auch gleich noch bebügeln könnte. Ne? Gibt es ja auch her. Dann ist hier noch so eine Sprühflasche drin. Da weiß ich ehrlich aber auch gar nicht so, wofür. Und in dem Paket selber war auch keine große Anleitung, nur so ein kleiner Zettel hier in Englisch. Und das ist ja kein Problem, das zu verstehen. Also das ist so quasi die Anleitung. Und dann waren da noch mal so ein paar, auch so ein paar Bügelbilder dabei. Da sieht man das halt, dass es asiatisch ist hier, ne? So Anime, so Manga-mäßig. Hier auch. Das geht noch, das ist noch ganz niedlich. Hier der Hase. Ach, Sterne sind das so super. Ich dachte eben, fliegen über den Kopf. Nein, das sind Sterne. Und dreimal hier die gleiche Katze. Never better. Witzig, passt eigentlich, ne? Sieht aus wie unser Oscar da oben drauf. Ach ja. Genau, das war damit bei. Und dann brauche ich auch echt ein bisschen Platz jetzt langsam mal. Stauraum, um das alles mal vernünftig irgendwo hin zu tun. Und es steht alles rechts und links und
Ich hatte eigentlich nur noch diesen Platz hier, um hier irgendwas zu machen. Es ist sonst jeder Fleck steht irgendwas drauf rum. Auf der Fensterbank, auf der Heizung, die ja momentan gerade nicht an ist. Ja, auf dem Fußboden, überall. Es nervt einfach nur noch. Und jetzt werde ich das mal ein bisschen optimieren müssen hier, damit ich wieder vernünftig. Aber ich bin nicht die Einzige, glaube ich, ne? Also, wenn man das mal so sieht. Manche zeigen ja auch ihre Bastelräumchen. Aber das ist einfach so, ne? Das ist kreatives Chaos, sage ich immer. Das gehört dazu. Aber ich räume es eigentlich auch immer wieder auf. Aber wenn man irgendwann keinen Platz mehr hat, irgendwas wegzuräumen und es schon in drei Höhen gestapelt ist, dann macht es keinen Spaß mehr. Ne, hier habe ich nochmal, weil ich ja die Joy habe, auch diesmal die Original-Folie dazu genommen, auch in der Größe für die Joy. Letztendlich könnte man ja auch fürs gleiche Geld kriegst du auch die große Rolle. Müsste man sich zurechtschneiden und dann auf diese Schneideplatte kleben. Aber bei der Größe kannst du die, glaube ich, auch direkt rein in die Maschine ohne diese schnelle. Ja, genau hier. Schnelle, einfache Projekte ohne Schneidematte. Übersteht mehr als 50 Waschgänge. Die Farben können variieren. Ja, gut, okay. Für das, was ich vorhabe. Wie gesagt, dann ist das immer ein bisschen einfacher als ein, auch aus dem Prime Day. Ich habe beides gleich zusammengestellt, ein paar Euro gespart. Und ja, ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe noch nie Bügelfolie ausgeplottet. Da muss man, glaube ich, seitenverkehrt oder so. Werde ich mich nochmal schlau fragen. Es gibt ja auch Tutorials bei YouTube zum Plotten. Beziehungsweise ich habe ja auch eine Freundin oder es gibt ja ganz viele im Umkreis, die schon mit den großen Plotter plotten. Wahrscheinlich wird das dann irgendwann auch mal ein Ziel sein, den zu bekommen, weil die Joy ist halt schon begrenzt in dem, was man damit machen kann. Für das, was ich jetzt aktuell damit mache, reicht es aber. Genau. So, ihr Süßen. Das war's. Lasst euch überraschen, wann das nächste Video kommt. Es wird auf jeden Fall eine kleine Überraschung dabei sein. Haltet ein bisschen die Augen offen nächste Woche. Dann werdet ihr auch nicht verpassen, wann ich es hochlade. Im Zweifel, wenn ihr noch nicht mich abo also wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch, weil es kostenlos und unterstützt mich so ein bisschen. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann einfach nur das Sternchen anklicken. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn was Neues kommt. Denn die nächsten Videos solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Sage ich jetzt mal so. Also, schwitzt nicht zu sehr. Cremt euch rein, wenn ihr rausgeht. Trinkt viel, bleibt gesund und wir sehen uns in Kürze wieder. Tschüss, ihr Lieben. So. Ja, ich weiß, ich habe gerade schon Tschüss gesagt. Ich habe mich trotzdem nochmal breitschlagen lassen, weil. Egal. Ich habe dieses Papier gesehen und ich brauche für Montag noch ein Mitbringsel. Auch wenn die Hitze mich alles andere als Gaga macht. Egal. Ich habe jetzt diese tolle Stanze zweimal ausgestanzt mit diesem wunderschönen Papier und möchte so eine kleine Box damit machen, also so ein Körbchen. Genau, Körbchen, das ist die Idee. Kann ich ja noch einen Henkel dran machen. Zweimal ausgestanzt, dann habe ich mir genommen was von diesem Vellum-Papier, von den Actionblöcken, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Zwei Streifen, 7 x 20 cm und habe mir. Weil ich es unten ein bisschen verstärken möchte mit einem Boden. Erstmal. Da muss ich aber, glaube ich, dann nochmal was ausschnippeln. Habe ich gerade gesehen. 21 mal 21 cm, weil diese Box ist irgendwie 10 cm. Gucken, ob das gleich passt. Da ich ja nur einen A4-Bogen dafür habe, wollte ich auch ein bisschen Rand hoch. Und dann habt ihr 5,5 einmal ringsrum gefalzt. Und das müssen wir jetzt mal irgendwie. Nochmal ringsrum falzen. Dann machen wir uns einen kleinen Boden damit. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das dann einfach nur ringsrum klebe und mir quasi diese Klebelasche abschnippel. Oder extra nochmal umfalte und nochmal unten drunter extra nochmal einen Boden klebe für die Haltbarkeit. Aber der ist ja eigentlich relativ stabil. Ja, mal schauen. So, habe ich alle? Ja. So, dann mal eben einsnibbeln.
Dann machen wir uns jetzt mal eben zack ein paar Klebelaschen draus. So. Muss ich ein bisschen einkürzen. Muss nicht so lang sein. Anschrägen. Ich mache das so im Windrad. Einmal ringsrum. Einkürzen. Wie gesagt, muss nicht schön aussehen. Ist nur für innen drinne zum Verstärken. Ich wollte jetzt doch nicht ohne irgendwas. Also ich habe ja auch schon so lange nicht mehr gewerkelt. Also es muss jetzt mal wieder ein bisschen mehr werden demnächst. Also wird es auch. Wird es auch. Diese Schnippelage. Ich habe mir gerade, als ich das ausgestanzt habe und hatte dann diese ganzen kleinen Dinger hier auf dem Tisch liegen, das macht mich ja immer rasend, ne? Jetzt habe ich mir ganz spontan für ein kleines Geld mit einem großen A so einen Tischstaubsauger gekauft. Kommt Montag. Ja, ich war echt bekloppt. Positiv bekloppt. So, auch muss ich gerade noch mal. Ach, es ist doch, es ist einfach zu warm. Es ist zu warm. Mein Kopf macht heute auch irgendwie nicht so. Dieses, diese Wetterumschwünge, ne? Umdingsen. Die Temperaturschwankungen, die machen mir echt. Das kann man nicht mehr so ab wie mit 20, ne? Also gut, und damals hatten wir ja auch noch nicht so, damals, in den letzten Jahren ist es ja zunehmend geworden, dass diese Temperaturschwankungen immer größer werden, ne? Das ist schon auffällig. Wir früher immer Sommer hatten, also ich bin der Meinung, ich bin ja nur in den 70ern geboren, dass der Sommer gerade so in den Sommer, in dem Bereich der Sommerferien, Juli, August, so, dass der immer total heiß war, tagelang. Und glaube auch mehr als 25 Grad. Aber das war normal irgendwie so. Das fand man gut. Aber mittlerweile ist das irgendwie so. Gut, vielleicht ist es jetzt für mich auch irgendwie, mag ich es nicht mehr so. Ich bin ja ein totaler Frühlingsmensch. Weil wir unterm Dach wohnen, ne? Und du echt. Also. So, schön und klein, dass es auch gleich da drum passt. Und dass mir das jetzt nicht zu groß ist. Ich hatte gemessen, es waren so 10,1. So, bevor ich das jetzt drum klebe, möchte ich einmal das Vellum hier noch so ein bisschen reinmachen. Nee, bevor wir das Vellum aufkleben, müssen wir Band durchziehen. Oder ich klebe das Vellum nicht an allen Stellen komplett fest. Ich möchte das ja auch nur so ein bisschen drüber stehen haben. Und so ein bisschen durchscheinen. Da kann man das immer noch durchfädeln, auch wenn es festklebt. Würde ich sagen, dann passt das auch ganz gut mit der Höhe von dem Papier. Man kann den Streifen jetzt auch schmaler machen, denn man muss ihn jetzt nicht so breit zuschneiden. So, Kante an. Kante an Kante. Jetzt einigermaßen gerade ist. Es ist nichts bei der Wärme, ne? Der Kleber ist schon trocken, bevor er überhaupt
hier drauf ist. Das war ein bisschen viel. Zusammenfalten und dann kann ich da gleich noch das Papier, das müsste man irgendwie alles ein bisschen zeitgleich machen, ne? So, jetzt mache ich den Kleber hier nicht ab, sondern lasse die an dem Stück da unten dran. Weil das ein bisschen verstärkt, das Band. Das passt gerade. Ansonsten kann man sich da unten ja auch Tesafilm oder sowas dran kleben. Das klebt am Finger so. Dann ist das ein bisschen stabiler zum Durchfädeln. Es war doch, man muss es doch erst durch. Passt das? Ja, schon. Ich fädel das mal eben durch und dann komme ich gleich wieder. So, eine Stunde und eine Kleinigkeit zum Mittagessen später habe ich es endlich geschafft, dieses Band hier durchzufädeln. Also macht es ohne da vorher was drauf geklebt zu haben. Und ich habe es jetzt in einem Stück so durchgezogen. Und als ich den Wechsel von der Seite zu der Seite hatte, habe ich nicht gemerkt, dass ich dass mich das Band irgendwie ärgern wollte und sich verdreht hat. Und naja, ich war schon bis da gekommen, durfte ich alles wieder rausmachen. Dann habe ich mich entschieden, erstmal was zum Mittag zu essen. So, jetzt möchte ich das erstmal zusammenkleben. Vorher falzen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Naja, also da gibt es bestimmt viele Techniken, das zu machen, aber ups. Ich mache das jetzt mal so. Wie gesagt, heute ist alles ein bisschen anders. Klebt das erstmal vernünftig, hoffe ich doch, beieinander. Also ich sag euch das, ne? Basteln? Nein, bei der Wärme? Nein, danke. Nicht gedacht, dass ich mal den Sommer nicht so mag, aber ich mag den Sommer schon, aber nicht, wenn man hier sitzt. Ich habe heute noch was ganz anderes vor, aber bin so ein bisschen mit Migräne gestartet. In dem Tag geht wieder einigermaßen, aber... So, ich glaube, nicht schön, aber selten. So, und jetzt nehme ich mir das ganze Stück hier und tüdel mir noch die Überleg. Ich habe ja hier nur noch so Reste. Die hier drauf? Nö, natürlich nicht. Also hat sich die Überlegung schon erledigt. Ich schneide mir jetzt diese Klebekante ab, damit ich das nur einmal so umzukleben brauche und nicht mehr unten rum noch. Oder ich mache es doch und dann habe ich mehr Halt und kann es. Ich weiß es auch nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ich habe es nicht ordentlich zusammengeklebt, ne? Es ist ein bisschen auseinander. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt da ordentlich drum. Nochmal alle Dinger hier nachfalten. Dann hier nochmal das Band ordentlich durchziehen. Zack.
und das Vellum aufkleben. Und dann auch oben an der Kante, so damit es auch vernünftig hält. Kleber hingebraucht. So. Ja, es ist nicht durchgehend und es geht noch ein bisschen höher. Ja, das ist halt nicht lang genug, man muss es in zwei Teilen kleben. Jetzt habe ich es doch irgendwie. Jetzt ist es doch nicht ganz gerade. Naja. Der Beschenkten wird es vielleicht nicht auffallen. Hoffe ich doch. So, dann falte ich das auch nochmal nach. An der richtigen Stelle. Sag mal. So einfach im Nachhinein. Wenn das Vellum nicht mitmacht, ne? Shit. Also, noch ein bisschen auf dem Bild. Jetzt ist das alles so ein bisschen versaut, aber gut. Zufrieden bin ich damit nicht. Aber it is it und wir kleben das jetzt hier drauf und hoffen, dass das irgendwie am Ende gut aussieht. Also ich nehme das jetzt als Kante zum Anlegen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wird es vielleicht auch gerade. Und ich sehe jetzt schon, das passt nicht. Weil ich hier wieder nicht ordentlich gearbeitet habe. Ordentlich geklebt habe. So. Pleiten, Pech und Pannen. Ah, Freude. Ist nicht so schlimm, sieht man nicht. Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln, aber gut. Passiert Gott sei Dank nicht so oft. So. Sieht besser aus. Ja, wir werden es darum kriegen. Der Kleber, der will nicht bei der Wärme. Er will einfach nicht. Und ich bin heute auch einfach
nicht so geeignet zum Basteln. Aber ich schneide das jetzt nicht raus und nein, ich mache das jetzt nicht neu, ich ziehe das jetzt durch. Schön stramm ziehen. Hauptsache unten stimmt's. Also mach das anders. Mach das besser. Ja, was passt. Am Ende. Die Hauptsache, ne? Es passt am Ende. So. Das Hauptsache gerade. Einigermaßen gerade. Schön andrücken. Und jetzt klebe ich mir erstmal das fest. Die Lasche hier. So. Ganze. Aufpassen, dass das Band nicht eingeklebt wird und dann schön gerade rüber und zusammen. Ich habe die Box ein bisschen groß gemacht. Also macht sie nicht in 10x10 vom Boden her, sondern 9,9 oder 9,8 ist, glaube ich, besser. Wo ich gemessen hatte und eine Seite von der Stanze war 10,1, aber das kann mich auch getäuscht haben. Ich glaube, dass ich einfach nur ein bisschen tüdelig war zum Messen. So, das alles nochmal schön andrücken. Ja gut, hier ist natürlich das Vellum, hätte ich es länger machen müssen, ne? Hier ist leider die blöde Kante, wo es zusammengeht, aber mein Gott, ja. So, jetzt klebe ich mir das auch noch fest. Und das. Und messe ich nochmal eben und mache dann nochmal eben was drunter. Schön wäre natürlich gewesen, jetzt ich sage ja, der Kleber, das ist, der trocknet innerhalb von Sekunden. Keine Chance hier, er ist sofort trocken. Das gibt's nicht, ey. Naja, also muss was drüber. Schnell zudrehen. Geschenkband habe ich übrigens das genommen von der Rookerie mit dem roten Pferd. Das passt da super durch. Hat eine Länge von 10 Metern, steht aber leider nicht die Breite bei. Kann ich aber nochmal schnell gucken. Und da gibt es ja eine Auswahl, eine riesen Auswahl an Farben. Ich kaufe das da super gerne und das hat 0,5, nee, ein bisschen mehr. 0,6 Zentimeter ungefähr. Ja. Das Band mag ich total gerne. Ich habe da ganz viele schon von. Eine Riesensammlung.
Das Weiße lag hier gerade noch auf dem Tisch. Das war nämlich eins von den Goodie, von den Swap-Geschenken. Vom letzten Kopf. Und das ist nicht schön. Macht das mit dem Vellum ordentlicher, als ich das gemacht habe. Es ist, es macht seinem Namen alle Ehre. Es wälzt sich. Aber sonst, ja, es ist ein bisschen... Es ist bei der Wärme einfach nicht ideal. Ich mag das gar nicht verschenken. Das sieht ja schlimm aus. Mit der Ecke hier. Naja. Von denen sieht es noch schlimmer aus. So, ich wollte messen, ne? Ja, auf jeden Fall 10x10 der Boden. Noch ein Rest etwas. Passen könnte. Ach ja. Könnte. Ich habe mal seine Reste verbraten. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Das Papier, also wenn man jetzt nicht so auf die Fehler achtet, ich finde das echt hübsch so. Mit dem grün abgesetzten noch und dem weißen Band. Könnt er sagen, was er wollt. Mag das. Einfach über die Schönheitsfehler hinwegsehen. Einen kaschieren wir jetzt. So. Wenn man da jetzt ein Blümchen reinstecken würde oder so, könnte man da schon so Garten to go machen, ne? So, ich mache jetzt noch mal ein Schleifchen rein. Jetzt ist natürlich auch blöd, dass das Schleifchen genau da ist, wo es zusammenklebt und nicht hier endet, ne? Seht ihr, das könnt ihr alles besser machen. Besser als ich das gemacht habe. Schleifchen rein. Ich werde den Rest jetzt noch dekorieren, das mache ich aber ohne euch. Weil Deko könnt ihr. Ihr könnt auch das andere. Da sind euch euren Ideen ja keine Grenzen gesetzt. Und ihr seht es ja hinterher auf den Bildern. Weil das ist, ich muss jetzt mal unter den Ventilator. Mit einem Eis. Ja? Kleine Inspiration. Macht was Tolles draus, ihr Lieben. Tschüss!